Scheiße, ich Idiot. Hab vergessen, X17 zu schreiben. Wie dumm kann man nur sein. Hey ho Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Error 2 mit mir natürlich, eurem einzig wahren PB-Style. Und wir joinen gleich auf den Error 2 Server. 3, 2, 1, Ich bin drauf. Ich hasse dieses Geräusch. Mittlerweile hasse ich es wirklich. PB-Style joined the game. Noch ein PB-Style? Was? Ich würde so lachen, wenn es hier auch noch eine Festung gäbe. Na, wo ist mein kleiner Reiter wieder? Mein Chicken-Reiter? Oh, mein Stalker ist weg. Nein, PB-Style Stalker ist nicht mehr da. Traurige Musik einfügen. Traurige Musik bitte hier jetzt einfügen. Also ihr sollt das jetzt machen, genau ihr. Ihr hört jetzt traurige Musik, während ihr meinen Part anschaut. Das ist der Beste. Alter, voll die Lags. Oh, ich will hier nicht abbauen. Solange es Lags gibt. Und ich habe eine Netherfestung gefunden. Nein, wie geil. Nein, wie geil. Und ich glaube, da oben ist auch schon der Eingang. Geil. Es kommt auch noch spannende Dinge bei mir zu sehen. Boah, PB-Style, du bist der Hammer. Aber da sollte ich nie mit so einer Rüstung reingehen. Muss ich leider ehrlich sagen. Ich habe Angst vor so etwas. Baue mir jetzt relativ etwas ein. Markiere es mit einer Fackel, dass ich mich hier eingebaut habe. Oh. Nein. Großer Fehler, PB. Ich brauche etwas mehr Platz. Und falls jetzt hier Lava wäre oder ich mich weiter einbaue, dann ich müsste fliehen. Ich könnte nicht sofort raus. Boah. Okay, gut, das kann man zumachen. Dich kann man auch zumachen und so. Verarsch mich nicht. Gut. Jetzt tun wir mal ganz schnell alles braten. Tun wir so. Und nein, dass ich 12 habe überall. Okay, und hier rein. Dich nehme ich wieder mit. Und dich nehme ich auch wieder mit. Danke. So, nein. Was machst du jetzt hier? Komm, du bist meine Abfallanlage. Was machst du? Was machst du? Hallo? Habe ich dich wieder eingesammelt? Genau jetzt. Und tschüss. Danke. Dann mache ich dich mal schnell zu. So, jetzt kommt mein Superpower, nämlich Enchanting Table. Oh ja, stimmt. Ich sollte vielleicht mal Kohle. Zack, zwei Stacks. Sollten reichen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Und natürlich mein Amboss, mein netten Freund. Gut. Und ich brauche noch ein Crafting Table. Und eine Kiste brauche ich eventuell nicht. Nein. Gut, dann fangen wir an mit Crafting. Bitte, ich brauche Glück. Ich brauche sehr viel Glück. Oh nein, Projectile Protection. Ich habe noch meine alten Schuhe dabei, Feather Falling. Ich glaube, man kann zwei Protection nicht miteinander verbinden, oder? Protection würde dabei rauskommen. Nein, würde ich nicht machen. Gut, ich brauche noch etwas, damit ich all meine schlechten Sachen reintun kann. Und so, ja, was bist du? Protection, Alter, ich brauche dich, aber dich brauche ich nicht. Und tschüss. Danke. Boah, eine Festung gefunden und ich kann nichts damit anfangen. Lol. Wie viel Glück kann PB-Style haben? Hm? Wie viel Glück? Nein. Level 1. Oh Mann! Boah, Alter.
Ich krieg AIDS. Ich krieg AIDS. Oh, oh. Deswegen habe ich so viel Eisen. Und es wird mir wahrscheinlich noch mein Untergang sein, dass ich das alles Mögliche versuchen will. Dass ich nur... Ich krieg AIDS? Leute, das ist kein Witz. Mein Körper schießt schon gerade so viel Wut raus. Protection, nice. Endlich. So, 4 Level und hier 6 Level. Natürlich nehmen wir das Ganze zuerst, dass wir einfach nur 4 Level brauchen. So, jetzt habe ich Protection 2. Ja, das ist gut. Dann brauche ich noch natürlich Boots. Zack. Ich kann nochmal Boots machen. Hups. Zack. Meine aktuellen ziehe ich aus und... Oh, Enchanten. Wieso habe ich zweimal Boots gemacht? Weil jetzt habe ich Protection. Ich habe irgendwie gewusst, dass das passieren wird. Komm, nochmal. Weil wenn ich jetzt nochmal Protection habe, dann... Projectile Protection. Okay, gut. Das war... PB-Style, du bist der dümmste Mensch auf der ganzen Minecraft-Welt und es laggt überallst. Gut. Ja. PB-Style, du bist unser Held. Bist der blödeste... Boah, überhaupt. 11 Level. Oh, gut, dass ich ein bisschen was gefarmt habe. Aber dafür habe ich jetzt Feather Falling und Protection 2. Protection 2, Protection 1, Protection 1. Ich brauche noch Hose und eine Brustplatte. Ich mache jetzt wirklich nur einzelne Sachen. Immer einzelne zuerst. Weil nicht, dass ich wieder so einen scheiß Projectile Protection kann ich wegschmeißen. Erstmal sammeln, weil vielleicht kann ich ja Projectile Protection einfach so wieder wegschmeißen. Nee, Spaß. Protection passt und ich kann meine aktuelle Hose ausziehen. Die rein, 4 Level und ich habe Protection 2. Helm, du bist das Letzte, was ich brauche. Helm, bitte, automatisch auf Protection. Nein, Projectile Protection. Ich hasse dich, mein Leben ist grausam. Okay, und Protection, ja. Dann ganze Protection, normale Protection, rauf damit. Und jetzt haben wir Protection 2 überall und hier auch noch Feather Falling 1. Wir sind vorbereitet schon mal etwas, aber es reicht mir noch lange nicht, was ich vorhabe. Noch lange nicht. Sharpness 4 sollte ich noch behalten. Ich habe noch ein Iron Sword, warum? Naja, zum Notfall, falls das ausgehen sollte. Wie viele Level kriege ich hier? Das ist schön. Danke. Ich bedanke mich herzlich. Nehme das mit. Und nehme das mit. Ich würde sagen, dich schmeiß mal weg. Weg. Abbauen. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, der wäre kaputt. Wie gut ist der Anvil? Slightly damaged. Oh, das ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Aber wir haben einige Level verbraucht. Also das war gut, dass ich so viel gefarmt habe. Aber ich will noch mehr farmen. Protection 2 überall. Das ist schon mal etwas, aber... Jo. So viel darf sie auch nicht kaputt gehen. Projectile Protection schmeiße ich jetzt ganz kurz noch weg. Weil was bringt es mir, wenn ich Projectile Protection dabei habe? Dich, du kommst daher. Eisen, damit ich es im Überblick habe. Jo, ich hab Magma Cream, ich hab Äpfel, Kohle, ja, dann machen wir nochmal einen Kohleblock draus und ein Kohle kann dann so, danke, ja, damit wir es auch weg haben, dann hauen wir ab, es laggt nämlich zu sehr und das mag ich gar nicht. Oh, gerade war es so wunderschön hell. Jetzt muss ich es natürlich wieder dunkel machen. So, da oben ist der Eingang. Mal schauen, ob ich Glück habe. Kann ja auch sein, dass ich jetzt gleich sterbe, weil ich von irgendwas runtergekickt werde. Über mir ist direkt Lava. Da ist eine Kiste. Oh
geil, ein Sattel und ein Pferderüstung. Iron Horse Armor, geil, wenn ich jetzt... ich wünschte, ich hätte jetzt doch Cam an. Aber ich habe eine Pferderüstung. Wenn ich jetzt noch eine hätte, also noch irgendwas davon finden würde. Boah, Hammer, eine Pferderüstung. Das ist richtig geil. Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Ein Gold. Was ist besser, Gold oder Iron? Oh, ich weiß es nicht. Nochmal Iron. Kann ich die beiden verbinden? Ey, kann man das verbinden? Ey, ich probier's mal, Leute. Ich probier's mal. So, komm her. So, zack und zack. Nee, kann man nicht verbinden. Okay, gut, dann reicht mir eine. Machen wir schnell hier einen Boden kaputt. Ein Bodenstück. Weg damit. Nehme ich dich. Behalte ich dich. Genau. Dich nehme ich natürlich wieder mit, mein Freund Anvil. Boah, geil. Richtig geil. Golden Sword. So. Also. Zack. Dann nochmal. So. Zack. Und zerstören. Danke. Und Gold Armor. Ich weiß nicht, was besser ist. Die Gold Armor oder... Aber Erde brauche ich wirklich nicht mehr. Erde brauche ich nicht, nein. Na wohl, Feuerzeug brauche ich nicht. Das Feuerzeug könnt ihr behalten. Nochmal. Okay, gut. Gold. So. Oh, puh. Okay, zerstört. Gut, also bis jetzt 3 Kisten in einer Netherfestung gefunden und hier ist eine Wand. So etwas kann öfter vorkommen. Also bis jetzt hat man noch Boden. Also heißt das, man hat hier noch Festung. Man ist hier noch in der Festung. Nein, das ist Ausgang. Richtig geil, ich habe schon eine Pferderüstung. Wenn ich jetzt noch ein Pferd habe oder so, dann kann ich doch noch gut in Kampf ziehen. Dann kann's losgehen mit müssen clashen, müssen fighten, müssen clashen, müssen fighten. Bibi, du bist der glücklichste Kerl, den ich gerade kenne. Ich bin gerade der happieste überhaupt. Oh ja! Leute, noch geiler kann's nicht mehr werden. Tut mir leid, noch geiler kann's nicht mehr werden. Redstone brauche ich, ja. Ab sofort brauche ich Redstone noch. Alter, ich bin so happy. Ich bin gerade so happy. Ja. Ja. Geil. Alter. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Und da hinten ist noch eine Quelle. Shit. Scheiß die Wand an. Wie viel habe ich? 37. Boah, das wird mir locker reichen. Ey, Leute, ich bin gerade der glücklichste Kerl überhaupt in Minecraft. Also, ich bin froh, dass ich nicht jetzt sofort mich zum Kampf gemeldet habe und gesagt habe, ja, lass sofort fighten und so. Also, ich glaube, hier ist irgendwo ein Spawner. Oder auch nicht. Oh. Shit. Ich höre die Nether-Skelette. Die können wirklich gefährlich werden, Leute. Wenn die da wären. Ein Nether-Skelett! Boah. Alter. Entschuldigung für die FPS-Einbrüche und alles mögliche, aber... Boah. Nee, gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Ich höre hier ganz selten Slime. Ich habe Magma-Cream. Das ist ja richtig Hammer. Alter, produktivste Folge ever. Auch wenn ich jetzt nicht Diamanten habe oder so, aber es ist produktiv. Es ist scheiße produktiv, ja. Hier geht's runter. Noch eine Kiste. Was? Was ist hier los? Netherwarzen, passt in der Kiste, Netherwarzen. Goldrüstung. Alter. Nein, das darf keiner haben. Die Golden Chestplate darf auch keiner haben. Und... Tschüss. In der Kiste habe ich schon nachgeschaut. Da ist wahrscheinlich wieder Ende. Boah, Leute, ich bin der glücklichste Kerl überhaupt. Oh, hi.
Hab schon gedacht, du wolltest mich angreifen. Aber du bist nett, oder? Du bist nett. Solange man dich nicht und deine Freunde und deine Familie angreift, bist du nett. So, ich hab Netawarzen, Leute. Was macht ihr jetzt? Also, damit meine ich jetzt nicht Ronny oder so. Sondern allgemein mich. Was? Ey, Alter, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin der glücklichste Glückspilz überhaupt in Minecraft jetzt gerade. Oh. Dich habe ich übersehen. Tut mir leid. Ah, hier bin ich hergekommen. Gut, dann treten wir langsam den Rückweg an. Weil ich glaube, jetzt habe ich das, was man hier erreichen kann. Also am höchsten. Ach du Scheiße, wo kommt der Skelett her? Gut, dass du den nicht als dein Freund zählst. Ernsthaft, gut. Ja. Wir gehen zurück. Und ich glaube, hier war ich. Jo. Alter, geil. Hm? Wo bin ich hergekommen? Ah, ich habe mich doch hochgegraben, genau. Irgendwo, ich glaube sogar hier habe ich mich hochgegraben. Ja. Zack, 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 zack. Ah, geil. Alter, ich bin der größte Glückspilz gerade überhaupt. Ich habe schon gedacht, ich muss alles aufgeben, ich werde nie was schaffen und plötzlich, nein, einfach aus dem Himmel herab, bekomme ich die Sachen. Jetzt weiß ich, was ich in den nächsten zwei Folgen machen werde, also eine Folge natürlich versuchen, wieder aus dem Nether rauszukommen und die andere Folge versuchen, etwas Gutes zu erreichen. Jetzt baue ich mich wirklich ein. Und setz da eine Fackel, dass ich nach oben mich graben muss dann. Okay, wir disconnecten. Leute, Entschuldigung, dass ich die Cam nicht angehabt habe, aber boah, das wäre das Geilste überhaupt. Alter, geil, wir haben Netherwarzen. Das ist das Grundrezept überhaupt, um Tränke machen zu können. Wir haben Netherwarzen. Jetzt müsste ich einfach nur in die Oberwelt gehen, auch bei Nacht ein bisschen jagen, Spinnen und so, weil ich habe so viele Spinnenaugen einfach weggeschmissen, mein größter Fehler überhaupt. Wir können uns Tränke machen. Ich muss jetzt in den nächsten zwei Folgen produktiv sein und etwas mich beeilen, um einige Sachen zu bekommen, zu erreichen, damit ich mich vorbereiten kann, damit ich wenigstens einen von den beiden klatschen kann, ohne dass sie wissen, dass ich gut ausgerüstet bin. Also ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge schon draußen bin, mich mit Tränken irgendwie zuspammen kann und was weiß ich was, weil so lange dauert das nicht. Und ich hoffe einfach nur, dass ich in der nächsten Folge raus aus der Hölle bin, damit ich sofort die Tränke machen kann und vorbereiten kann und sonstiges. Ich werde mir sogar irgendwie ausdrucken, damit ich weiß, wie das ungefähr geht. Leute, ich bin so gespannt. Ohne Schmarrn, es ist das Geilste überhaupt. Ich werde sogar versuchen, irgendwie rauszuleihen, ja, ob ich irgendwie eine Folge im Voraus aufnehmen kann, aus diversen Gründen. Und das ist leider ernst gemeint. Ich muss wirklich eine Folge im Voraus aufnehmen. An einem von den beiden Tagen, weil ich an einem Tag verhindert bin. Ich muss nur schauen, an welchem Tag ich aufnehmen muss. Ja. Ich hoffe, das wäre dann richtig geil, dass ich einen von den beiden dann auch noch letztendlich klatschen kann, ohne dass sie die Folge sehen. Hammer! Richtig Hammer! Muss ich zugeben, es ist geil. Ja, Leute, seid gespannt. Hoffentlich wird es klappen. Hoffentlich seid ihr bereit bei dem Kampf. Wenn es heißt Ronny gegen PB-Style, dann auch noch letztendlich Sevi gegen PB-Style, weil Ronny will wenigstens fair machen, dass einer gegen einen, das wäre fair, das wäre wirklich fair. Naja, haut rein, meine lieben Styler, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüdelü, euer PB-Style.